So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Phasmophobia. Heute hier mit Philo. Jo, was geht? Ja, bei mir geht einiges. Phasmophobia hat ein neues Update. Was heißt neu? Also ist jetzt 2 Wochen draußen oder so. Es gibt ein paar neue Items, es gibt ein paar neue Geister. Ich glaube auch eine neue Map und es soll generell viel, viel krasser und creepiger und sonst was sein. Wir haben aber überhaupt wenig Plan von diesem Game. Also als der Phasmo-Hype war, da habe ich halt das 2-3 Mal gespielt. Das war ganz witzig. Aber das war's. Bei dir, du bist Level 39. Du hast offensichtlich ein bisschen härter gegrindet. Ja, ich stapel. Ich bin guter Dosenstapler, wie du hier rechts siehst. Die sind nicht... Ach, rechts, ja. Oh, ja. Heftig. Ja, krass. Ja, ich habe früher ein bisschen gespielt und... Habe aber keinen Plan von dem, was jetzt neu ist. Also das ist auch für mich eine neue Erfahrung. Ja, es gibt jetzt den Dots-Projektor. Müssen wir natürlich mal gucken. Ja, keine Ahnung. Genau, was brauchen wir jetzt? Wir haben jetzt standardmäßig von jeder Sache 1, witzigerweise. Früher musste man ja mal alles dazu kaufen, ne? Ja. Aber ich würde sagen, eigentlich brauchen wir zumindest nur eine Taschenlampe, oder? Ja, ich würde sagen, ich füge mal hinzu, was ich noch habe. Ich habe eine Taschenlampe, die brauchen wir nicht kaufen. Und ansonsten kaufe ich vielleicht noch mal Salz. Ja. Okay. Salz und ein Kruzifix. Dann wähle ich jetzt einen Job. Mhm. Ist ja irgendwas neu? Salz. Edgefield Street. Nö, ich glaube nicht. Also ist ja auch leveltechnisch so eine Sache, was man spielen kann. Ich würde sagen, wir machen hier das Streethouse auf fortgeschritten. Teamgröße 1. Ja, na 1. Klar. Achso, ne, warte mal. Hier, Teamgröße 2, ja, das Farmhaus. Ja. Empfohlene Gegenstände, Thermometer. Haben wir ein Thermometer? Ja, 1 von 3. Ja, ja, perfekt. Dann mache ich jetzt bereit. Warte. Ich kaufe noch eine... Eine starke Taschenlampe, dann haben wir 2 starke Taschenlampen, die kosten $50. Ja, geil. So. Oder? Quasi wie in echt. Ja. Quasi wie in echt. Oh, ich habe alle hinzugefügt. Egal, dann bin ich jetzt arm, wenn ich sterbe. Okay, bereit. Es sind trotzdem nur 2. Start. Okay. Ja, also ich habe das jetzt bestimmt über ein halbes Jahr oder so nicht mehr gespielt. Müssen wir mal gucken, wie das wird. Also, ich weiß halt noch... Genau, man muss halt die Beweise finden, also vielleicht für alle, die auch Phasmophobia nicht kennen, das ist halt ein Geisterjägerspiel, wo man in ein Gebäude oder zu einem Ort reist, dort diesen Einsatz quasi hat als Team und dann Beweise finden muss, ob dort ein Geist spukt und welcher das ist. Es gibt ultra viel verschiedene, das muss man notieren, aufschreiben, wenn man richtig war, gibt es EP und Money. Das ist das Prinzip. Bleibe nicht zu lange im Dunkeln. Und es gibt jetzt ein paar Änderungen, zum Beispiel, dass, wenn Geister hunten, dann, Alter, wir haben den ersten. Dann, der erste Geist. Wenn Geister hunten, dann folgen die ja deiner Stimme, aber jetzt neu auch allen elektronischen Geräten, die an sind. Also immer schön ausmachen. Lol. Ja. Okay. Also okay. Erstmal, was haben wir denn hier alles? Wir haben, entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Ja. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Ja, ob, ja, bringen okay. Sie, oh, mein Rücken, warte, mein Rücken knackt. So. Ja, jetzt wieder okay. Besser. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Okay. Gut. Komischer King. Machen Sie ein Foto vom Wie du Geist. Einfach 10 cm vor dem Brett stehst. Okay, ja, geil, das ist jetzt auf... War das schon immer auf Deutsch? Ja, ne? So, Karen... Ich hab Alter, das ist eine Karen! Karen Anderson! Scheiße! Alter, Karen Anderson! Hey, gibt's jetzt nicht so einen Horrorfilm, der rauskommt, der Karen heißt auch? Ja gut, egal. Bestimmt. Also, wir müssen ein Foto machen. Dieser Geist! Ja, die Sachen wurden wohl auch alle ein bisschen überarbeitet. Muss mal gucken. Also, wir sollen ein Foto machen. Ah, okay. Guck mal, die wurde überarbeitet. Interessant. Ja, neues Model. Warte mal. War hier im Text nicht immer irgendwie Infos versteckt, die richtig wichtig sind?
Ich habe für sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht so aus, dass sie den Namen des Charakters nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Eigenschaften zu produzieren. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Okay, Max. Dann weiß ich's ja mal wieder. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was hier. Das ist ein Thermometer, ne? Was ist das? Haben wir ein Thermometer? Scheiße. Boah, ich weiß gar nichts mehr. Fotos, okay. Hier haben wir auf jeden Fall noch nichts entdeckt. Beweis, drei Beweise. Okay. EMS-Reader nehme ich mit und eine Kamera nehme ich. Ach, die Kamera kann ich nicht nehmen. Dann nehme ich das erstmal nicht mit und die Kamera mit. Da ist Max. Scheiße, ich musste genau in dem Moment duschen, husten. Wolltest du mich erschrecken? Warum hast du jetzt ein Foto von mir gemacht? Ja, ja. Das ist auch ein gutes Foto geworden. Ja, schade. Okay, das lief schon mal scheiße. Okay, geh mal rein. Ich hab übel trockenen Hals auf einmal. Boah! So, jetzt können wir. Okay. Wir brauchen Schlüssel. Ja, ja, genau. Das ist in jedem Phasmo-Video, was ich gucke, Alter. Wir brauchen Schlüssel. Wo ist denn der Scheiß? Ja, der liegt hier immer. Ey, du bist ist schon Level 39. Ist das hier ein Thermometer? Das liebe ich ja. Oder was ist das? Ja, ich glaube schon. Nimm das mal mit, oder? Ach, das habe ich nicht, ich habe keinen Platz mehr. Das war doch aber immer gelb. Naja, die haben ja die Models geändert. Ich habe auf jeden Fall noch eine Geisterbox, ja, die kann ich vielleicht, dann nehme ich das erstmal mit. Ja. Okay. Also, wir gehen jetzt rein. Konnte man nicht auch? Ja, genau. So, dann, wieso geht das jetzt nicht auf? Ich habe nur den Schlüssel aufgenommen. Ach so. Okay. Ich glaube, wir sind keine guten Geisterjäger. Nee, also bislang überhaupt nicht. Gut. Also. Machen wir erstmal den Strom an, oder? Ich würde sagen, ich gucke halt erstmal, wie viel Grad das hier drin sind. Ja, check erstmal aus. Ach, die muss man ziehen, klar. So. Na klar. 20 Grad, alles easy. Aber, ja, okay. Ach, guck mal hier. Auch noch nichts 16 am Grad, hier. Ja. Aber es ist ganz schön wechselhaft hier im Raum, mal sonst 5 Grad mehr. 14 Grad. Hier liegt Knochen, guck mal, da kannst du direkt erstes Beweisfoto machen. So. Ja, geil. Kannst du ihn auch aufheben, glaube ich. Ja? Oh ja. Cool. Zack. 15 Grad, hier ist ein bisschen frischer. Ja, geht aber. Du gehst so ein bisschen gebückt die ganze Zeit, so ein bisschen. Mann, die Models sind so shitty, so Alter. Gut heute. Okay. Gut. 14 Grad. Also grafisch Grad. Ist aber auch schon ein bisschen was passiert, ja, ne? Ja, ich glaube auch. Also es wirkt irgendwie ein bisschen stimmiger. 16. Alter, guck mal, wie viele Fliegen hier dran sind. Wie du dir das so anguckst. Als ob jemand das übelste Hohlkreuz dabei macht. Ja, das sind die kleinen Dinge, Leute. Oh. Das ist ja auch ein bisschen creepy hier, na gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ein Beweis ist, den man fotografieren muss und was nicht. Ich habe jetzt irgendwie schon keinen Bock mehr tatsächlich. 13 Grad. Bist du ängstlich oder warum? Nö, überhaupt nicht. Oh, guck mal, hier ist das Ultrabrett. Oh lol. Also ich. Das ist doch mega nice. Das ist wichtig. Das ist doch auch voll selten. Das sollten wir mitnehmen. Das ist selten, ja. Wenn das spawnt, ist eigentlich meistens das auch verwendbar. Okay, aber wie benutzt man das nochmal? Weißt du das? Man nimmt das mit. Ja, wie denn? Naja, wenn wir einen Inventarsplatz haben, haben wir gerade nicht. Du hast ja drei Items und ich auch. Ja, dann schmeiß ich die einfach mal weg. Was schmeißt du weg? Hä, nein, du hast Scheiße erzählt. Ich glaube... Nein. Guck mal, man klickt das an. Karen Anderson, wo bist du? Zeig Karen. Uns, gib uns einen Hinweis. Ich gehe mal aus dem Raum, weil da stand, die reagiert nur auf Leute, die alleine sind. Ja, aber muss man nicht...
Lass mal bitte auf. Do your thing, Max. Ich bin nebenan. Man muss doch was sagen diesem Ding, oder? Yo, Ganja Board. Ja, frag, wie alt die ist. Ouija Board, wie alt bist du? Hier, Karen, wie alt bist du? Karen, Digga. Sag mal, wie spät das ist. Karen. Gib mir ein Zeichen. Karen, willst du mit dem Manager sprechen? Karen, möchtest du Light oder Zero? Das Licht ist ausgegangen. Jo, mach's mal bitte wieder an. Es ist sehr kalt geworden auf einmal. Das ist nicht gut. Karen Anderson, wie alt bist denn du? Man kann jetzt 3 Sekunden übrig sprinten. Karen mal wieder. Karen! Strom ist wieder an. Oder? Ja. Wie macht man das? Mit Tee. Mit Tee? Ja. Tee für Flashlight. Ja, okay. Also so richtig erfolgreich lief das jetzt nicht. Mann, was muss man nochmal diesem komischen Board sagen, damit das Action macht? Wir sind so zwei richtig. Wir sind richtig. Opfergeister, jo. Stell dir vor, du stehst so richtig auf Phasmophobia-Content und dann guckst du dir das hier an. Richtige Loser. Ey, man musste dem irgendwas sagen. Jasmin ist da voll der Pro drin. Scheiße. Also mit einem EMF-Reader habe ich bis jetzt noch nichts. Ja, also da war es jetzt frisch. Da war jetzt 5 Grad weniger. Wo das lag, aber jo. Man braucht ja aber Minusgrade, oder? Ja, es kommt drauf an, also ja gut, gucken wir mal. Hier oben ist jetzt ein bisschen wärmer, das ist doch schön. Lass mal nochmal, wollen wir nochmal unten alles abchecken? Ich glaube, wir haben unten noch ein paar Räume nicht. Hä, wir haben doch unten alle Räume, oder nicht? Nee, einen Raum nicht, da ist gerade der Strom ausgegangen. Ja, das war jetzt schon sehr verdächtig, ne? Aber es kann sein, dass du mich verarscht hast. Ja, aber den Strom kann ich ja nicht ausmachen. Du warst ja im Stromraum. Hä? Echt? Ja, du, in dem Ultrabrettraum ist der Stromraum. Da ist der Generator drin. Ich weiß nur gar nicht mehr gerade in welchem Raum ja, ich war. Ja, wir sind falsch. Jo, Karen. Ist übrigens für fortgeschritten. Dann hat man irgendwie weniger Zeit oder so, ne? Strom ist wieder aus. Hä? Strom ist aus. Hä, aber der war doch gar nicht wieder an. Oder doch? Hier geht der an, hier. Warte mal, bleib mal draußen. Karen Anderson, wie alt bist du? Karen! Karen, wie alt bist du? Ulja. Ulja Brett. Oh, gerade war 11 Grad. Jetzt Licht wieder an. Ja, ich hab's angemacht. Okay, aber gerade war hier 11 Grad. Das war schon beträchtlich weniger. Also der Raum Elbe? Hier könnte es natürlich sein. Den können wir uns mal merken. Weil, ne, dann können wir hier mal Kamera aufbauen oder hier Dings, Ghost Box und so. Bisschen Action machen. Aber wir können ich auch weiß halt gerade nicht, in welchem Raum das war. Doch, das war der. Oder was meinst du? Nee, ich war vorhin in einem Raum, als das erste Mal Strom ausgegangen ist. Ja, das und dann war aber, ich weil, ich schnell mit diesem, weil ich dann mit dem Board gesprochen habe, glaube ich. Das kann sein. Ja, auf jeden. Auf Komm, jeden wir gehen mal hoch. Okay, machen wir es mal. Schön die Karen besuchen. Ich habe heute extra Signalfarbe an, damit das hier, damit die mich auch erkennt. Moin. Servus. Karen, Digga, es geht. Oh. Felix? Felix? Er ist, glaube ich, gerade gestorben. Die huntet. Hä? Auf einmal habe ich so EMF-Reader-Geräusche gehört.
und ein Hauchen. Und dann habe ich irgendwas. Ja, die hat den gerade, glaube ich, weggemacht. Die hat den gerade weggemacht. Hä? Das kam ja aus dem Nichts. Jo, Felix. Wie war das nochmal, wenn man tot war? Konnte man dann. Der ist halt RIP. Gut, dann gehen wir jetzt da rein und finden seine Leiche. Ach du Scheiße, Mann. Oh, ich hasse diese Scheiße, würde ich mal. Also. Oh, was mache ich denn jetzt? Oh nee, ey. Okay, wir waren oben und er ist auf einmal abgenippelt. Das wird ja auch nicht besser, ne? Auch fortgeschritten und so. Oh Mann. Ich hab sogar. Alter, ist das laut immer! Das war's, glaub ich. Das war's, glaub ich. Welcome back. Ja! Welcome back! Nö! Schön! Hey, ich alles hab... weg! Ganze Geld ist weg! Hey, die hat dich auf einmal richtig weggemacht, ne? Die ist in meinem Raum gespawnt, als es losgegangen ist und hat mich einfach weggedrückt. Ja, das Ding ist, ich habe so ein bisschen EMF noch gehört. Hattest du einen EMF-Reader dabei? Ich hatte den an, ja. Jo, ich höre den so, durch. Auf einmal tut es so, ich so kurz irritiert. Und dann, das war richtig der weirde Moment bei mir. Ich so, hä? Dann gehe ich zurück, du sagst nichts mehr, dann höre ich so ein Hauchen. Die ist, oh. Ja. Und dann war mir klar, okay, ich glaube, Felix wurde gerade weggemacht. Aber die ist in meinem Raum gespawnt. Ich hatte nicht mal die Chance. Ja, und eben, ich gehe zurück ins Haus, will er deine Leiche finden. Und ich gehe rein und instant geht die Tür zu und sie jagt. Und dann kann man ja nicht mehr raus, glaube ich. Hast du die Dose gesehen? Die schwebende Dose? Nee. Okay. Schade. Alter, das war jetzt... Ja, vielleicht sollten wir erstmal Anfänger machen, um wieder reinzukommen, aber... Ach, Quatsch. Ist ja auch ich Quatsch, glaube... Ne? Ja, ist auch Quatsch. Ich kauf nochmal nach. Hä, hey, jetzt habe ich nur noch zwei zur Auswahl. Highschool und Street House, okay. Warte, ich kauf mal eine starke Taschenlampe, kann ich eigentlich drauf scheißen. Ja. Was ich kauf mal Salz, Sanity Pill. Ja, und ich habe eben dieses Kreuz hingeworfen. Das macht man doch so, oder? Ja, also nicht bei allen. Nicht bei allen, glaube ich. Ja. Die ist halt zielsicher von oben die Treppe runter auf mich drauf. Ach du Scheiße. Das war... Ja, die ist richtig auf dich losgesprintet. Hast du sie gesehen? Ja, klar. Ja, ja. Das war richtig kacke so. Für mich. Okay, ich bin bereit. Füg mal auch noch ein bisschen was hinzu. Ja. Oder? Ja, ja, vielleicht. Die Frage ist, was? Bewegungssensor? Na, vielleicht... Bisschen teuer. Ja, Bewegungssensor, warum nicht? Na gut, weil 100 oder Dollar, so. Aber ja. Okay. Kannst du ja leisten. Parabolmikro hole ich noch. Klar. Aber ich bin bereit. Okay. Ja, aber das muss jetzt klappen, sonst sonst haben wir danach nichts mehr. Okay. Ja, ich glaube, da haben wir uns eben ein bisschen zu lange Zeit gelassen, ne? Weil umso länger man ja braucht, umso actionreicher wird's dann, umso öfter fängt sie dann an zu jagen. Boah, ja, oder? Wie bitte? Da sind wir mal wieder, würde ich sagen. Ja, wir haben uns eben zu viel Zeit schön gelassen, glaube ich. Wir haben nur eine Kamera. Dann schnapp ich mir die mal, schnapp mir das Thermometer. Und du nimmst den EMF-Reader am besten mit. Okay. Wir müssen es jetzt taktisch klug spielen.
Genau. Ja, was nehme ich noch mit? Was ist das hier? Das Parabol-Mikro. Nee, das hast du jetzt genommen, ne? So, was haben wir da? Parasonic, okay, verstehe. Entdecken Sie um welche Art von Geist? Klar, lassen Sie einen Geist durch Salz wandern. Erreichen ja, Sie oh nice, ich habe Salz gekauft. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustand von unter 25%. Und wir brauchen einen Bewegungssensor. Geil. John Alter, White. Geil. Okay, und was steht John da noch? John White. John Wick. Ja, Personen, die allein sind, zu antworten. Okay, der antwortet nur, wenn Leute allein sind. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu provozieren. Okay. Okay. Dann wir brauchen. Wo ist denn der Bewegungssensor? Welcher ist denn das? Hast du den? Nein, ich glaube, dass das der Bewegungssensor da hinten. Okay. Let's go. Ich würde jetzt erstmal tatsächlich direkt. Obwohl, nee, ich glaube, das Salz lasse ich erstmal da. Und wir stellen erstmal die Kameras auf. Scheiße, ich habe keine. Wir müssen ja eh zweimal auf. Ich habe keine Taschenlampe mit. Taschenlampe brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Wir gehen einfach auf Strom. So, und dann gucken wir. Wir probieren jetzt rauszufinden, welcher Raum es am ersten ist. Und da platzieren wir Salz. Hast du den Schlüssel? Speed. Junge. Wo ist denn der? Wo liegt denn der immer? Hier auf dem Tisch, der rote. So. Junge, wie du hast du in den Himmel hältst. Drück mal C, also hock dich mal hin und dann sprinte mal. Wie sieht denn das aus? Lol, du schwebst einfach. Okay, let's go. Okay, EMF ist an. Was liegt denn hier erstmal? So. Mhm. Wie hieß das der? Ist ein neues Haus, das kenne ich nicht. Wie hieß der, John White oder so? John Wick. John Wick. Imagine. Das wäre witzig. Okay. Ich sehe ja, scheiße, ich habe echt eine Taschenlampe mitnehmen. Oh! Hat's gepiept? Nein. Dein EMF hat gepiept? Nein. Walla? Nein, es hat nicht gepiept. Du hast jetzt keine Taschenlampe? Nee. Hä, wieso geht die nicht auf? Achso, na innen. Mach mal Licht an hier. Wie heißt denn der nochmal? John White? John White. Okay, hier ist Strom schon mal drin. Wichtig und richtig. Ja, hier ist überall kein EMF. Richtig. Hier geht gar nichts. John White, du alter Schicksterminator. Was geht bei dir? Was ist denn mal wieder vorsichtig? Johnny. Jetzt hat das Ding eine zweite Etage? Oh, nee, aber Keller. Ach nö, ne? Ich hasse Keller. Das ist wirklich das Schlimmste. Nein. John White! Johnny! Wenn der immer so ausatmet. Jo, John. Oh, ich hab einen Knochen gefunden. Ist das dann immer auch der Raum, wo er ist? Nee, es ist aber nur so ein Hinweis, der einem extra Mula gibt. Mula? Achso. Geld. Okay, wollen wir in den Keller? Nein. Was war das für ein Sound? Doch, komm mit. Warte, warte, warte. Was ist das? Hörst du das? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der Ventilator. Ja, die Waschmaschine ist an. Ja, stimmt. Lass in den Keller. Hä? Ist das normal? Ich weiß nicht. Ja, komm, du gehst vor. Aber ich habe keine Taschenlampe. Das ist nicht schlimm. Okay. Hier ist echt extrem warm. Ich glaube, wir müssen hier gar nicht rein. Wir können wieder umdrehen. Doch, doch. Geh mal weiter. So. Lol, hier sind ja richtig Räume. 21 Grad, 20 Grad Celsius. 22 Grad. Ulja! 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 Oder so. Ja, hier. Sag mal, was Phase ist. Yo, Frankie John White, ey. Digga. Johnny White, was geht John. Mal? Was, sag doch mal was. John White. Ja, ich weiß nicht. Du willst mit nur mit Leuten alleine reden. Du musst alleine reden, Max. Yo, John White. John White, was ist dein Lieblingsgetränk? Yo, John White. John White, gib mir ein Zeichen. Er will nicht, Felix. John White, lass das Licht an.
Ich geh mal nach oben, Max. Mach dir keinen Kopf. Ja, aber... Nee, warte mal. Ja, ja. Mann, wie gehen diese Bretter? Oh, Maxe! Maxe! Ja? 7 Grad in dem Ding hier. Echt? Ja, 7 Grad, 7,4, hier ist es. Gut, schnell raus hier aus dem Scheiß. Ab in Van, Digga. Schnell, warte, 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 komm her. Ich stelle hier mal eine Kamera auf. Nee, in den Raum rein musst du, in den Raum rein zeigen. Also du wie, musst wie, den Raum wie stell ich sehen. Die, wie platziere ich die da? Mit G oder so. Nee, mit E oder, ich glaube Rechtsklick und dann E oder so. F. F. Ja, aber so sieht man doch gar nichts. Du musst doch den Raum sehen, was im Raum ist, damit wir hier so ein... Mach aus, mach aus, mach aus. Alles aus. Du Scheiße! Ja, und John Max, White, weiter Stricher, ey. Max, wir müssen die Kamera aufnehmen, komm. Ich mach gar nichts, Junge. Komm mit! Hey, ich schmeiß die an! Wie geht das nochmal? Ah, perfekt. Jo, Felix, hörst du mich? Mit V, ne? Jo, Felix, hörst du mich? Over. Hä? Jetzt hatte sie ausgemacht. Nee, doch nicht. Jo, Felix, hörst du mich? Over. Max? Ja. Kamera steht. Guck mal nach. Hast du mich über Walkie-Talkie gehört? Nein. Hm. Guck, warte, ich rede mal kurz zu dir. Jo, hörst du mich? Test, test. Ja, ja. Mit welcher Taste war das? B, ich hab B. Ach, B, hallo, Test, Test, Test. Ja, 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 geht. Funktioniert. Jo, ich bin auf 0%. Ich brauch die Pillen. Dann nimm die Pillen, gönn dir, Walla Ahmed. Ja, ja, gerne. Guck mal, geht, funktioniert. Ich hol das Salz. Und du holst. Gut. Was brauchen wir noch? Geisterbox könnte ich probieren. Nein, 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 hast du die Pillen schon genommen? Ja. Scheiße. Wieso? Wegen Aufgabe 2. 3. Egal. Ah, na gut. Ja, musst du okay, jetzt nimm halt den Bewegungssensor droppen. Mit. Ja, den habe ich. Genau. Den bringe ich mal im Bad an, ja? Ich würde den vor dem Bad so anstellen, ja. Ja, ja, ja. Scheiße, Digga. Wir hatten bis jetzt immer noch keine Minustemperaturen, aber wir sind vielleicht nah dran. Ja, ja, aber offensichtlich ist das ja der Raum. Ja, genau. Aber ich meine als Beweis, Dingsbums. Okay. Wie geht denn das? Wie bring ich den an? Ah. Okay. Apparat läuft. So. Warte, 0 Grad, 0 Grad. John White, John White, John White. Das. John White! Ich geh da nicht mehr rein. Okay, warte mal. Lass mal Lage besprechen. Was haben wir denn noch? Wir haben ja noch. Guck mal, wir haben noch. Was ist das hier? Ah ja, da soll ich was reinschreiben. Sehr gut. Wir haben Fußspuren im Salz. Jo, das Licht hat gerade geflackert. Echt? Ja. Okay, also wir haben Fußspuren im Salz. Okay, und wir haben Minustemperaturen, ne?
Naja, wir waren bei 0 Grad, das ist noch keine Minustemperatur. Ja, warte mal, ich mache mal das Journal auf, ja? Ja. Also, Fingerabdrücke hatten wir nicht. Weiß ich nicht, hatten noch keine blaue Lampe drin, oder? Haben wir nicht. Ah ja, das kannst du mal mitnehmen. Ja, Gefriertemperaturen denke ich schon, oder? Nimm dein EMF mal mit. Ja, hatten wir nichts. Hatten wir nichts. Ja, aber musst du ja immer wieder mal probieren. Nee, oder? Schmeiß das sonst einfach in den Raum, dann können wir von hier gucken. Leg das EMF dann da so hin, dass wir von hier gucken. Das ist schlau. Ich nehme noch das Geisterbuch mit. Ja, Geisterbuch. Wo ist mein EMF? Ah, hier. Okay. Dann lege ich da jetzt Geisterbuch und EMF rein, ja? Wir bleiben einfach zusammen, weil dann kommt er ja nicht. Nee, dann kommt er auch, aber er antwortet nicht. Ja, er ist ein Arschloch. Komm. Geh du mal vor, Max. Ja, geh, komm. Ach, was soll die Scheiße. Ich mache noch ein Foto vom Salz. Hä, hey, wieso geht das nicht? So. John White. So. Scheiße. Max, komm. Wie bitte? Hast du Fingerabdrücke gecheckt? Komm mit. Komm jetzt mit. Wo gibt's nochmal in den Keller? Ja, aber es war schon der Raum, oder? Oh. John White! Minusgrad, ich hab Minusgrad. Was geht mit der Tür? John White? Ich hab Minusgrad, Max. Ich hab Minusgrad. Okay, dann. Pack ein. Genau, und war das EMF 5? Ich weiß nicht, geh schnell nachgucken. Hast du es so gelegt, dass es in der Kamera sieht? Hast du es so gelegt, dass man es in der Kamera sieht? Ja, 100 Pro. Komm von Video. Jo, tolle Kameraperspektive an der Stelle. Oh, Geisterorb. Wo denn? Da, ist durchgeflogen, Geisterorb. Jo, du hast recht, da. Okay, dann haben wir nur noch eins. Dann haben wir nur noch entweder EMF 5 oder Geisterbuch. Ich glaube, dann ist es EMF 5 gewesen, oder? Warte. Also wir haben Gefriertemperaturen und Geisterorb safe. Ja, und EMF 5? Ich weiß nicht, ob das EMF 5 war oder nicht. Du wolltest ja nicht nachgucken, Arschloch. Ja, das müssen wir mal. Geisterorb und Gefriertemperaturen. Was kommt da in Frage? Fingerabdrücke geht nicht mehr. Hier, also doch, entweder ein Handtuch. Ein Handtuch, dann wäre es Fingerabdrücke. Dots-Projektor wäre ein Juray. Wir haben aber keinen Dots-Projektor dabei, oder? Haben wir nicht, nee. Aber deswegen können wir das nur bei Ausschussverfahren. Okay, also Geisterbuch liegt da. Ja, wir müssen Fingerabdrücke checken. EMF 5 geht nicht. Da kommt kein Geist. Okay. Es war also EMF 4. Es geht nur noch... Fingerabdrücke würde gehen. Oder Geisterbuch. Oder Dots-Projektor. Genau, lass uns gucken, ob geschrieben wurde und lass nach Fingerabdrücken suchen. Ja, aber was ist ein Dots-Projektor? Haben wir den mit? Den haben wir nicht mit. Das ist, glaube ich, nur das per Ausschussverfahren, ne? Oder? Oder okay. Das da ist der Dots-Projektor. Nee, das ist Geisterbox. Hallo. Okay, dann gucken wir jetzt nach Fingerabdrücke. Warte mal, aber Geisterbox kann es doch nicht sein, oder? Nee. Nee, dann schmeiß den weg, den Schwachsinn. Okay, ja, sorry, hast ja recht. Ab in Van mit der So. Gut, geh mal rein. Abfahrt. Das Licht geht nicht an. Ich weiß. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Okay, wir ziehen es jetzt einmal kurz durch, ja?
Okay, jetzt ganz schnell die... Okay, ganz schnell die Fingerabdrücke kommen. Oder Geisterbuch? Siehst du was? Nee. Ist EMF 5? Nee. Geisterbuch? Auch nicht. Oh Gott! What the fuck? Okay, lass erstmal raus. John White, schreib ins Buch, du Arschloch. Schreib ins Buch. John White, schreib mal ins Buch rein. John White. Ja, ja, mach aber ohne mich. Hä, aber okay. Das ist, glaube ich, echt ein schwieriges Ding, Mann. John White. Aber... Warte mal, ich guck mal ins Journal. Haben wir schon irgendwelche Beweise? Ja. Wir haben den Knochen... Aber wir haben den Guck mal, der Bewegungssensor ist doch genau an der Tür. Warum haben wir das denn noch nicht gecheckt? Der ist doch jetzt zweimal da lang gerannt. Ist das der Bewegungssensor überhaupt? Oder? Ich hab den gekauft. Habe ich den vergessen hinzuzufügen? Muss man den irgendwie noch hinzufügen? Vielleicht ist das auch der DOTS-Projektor, den ich da hab. Das kann sein, aber wie stellt man denn dann fest, ob der da drin ist? Mit dem DOTS-Projektor? Weißt du? Weiß ich nicht. Soll ich einmal schnell lesen? Warte ja. Mal, also gefriert. Geht das denn? Ja, warte, ich kann mir einmal hier die krassen News angucken. Da hatte ich das nämlich hier, zack. Also es wäre ein Juri. Zeig mal kurz die Infos über ein Juri. Also ein Juri. Oh, ich glaube, es ist ein Juri. Ja. Warum? Weil, da steht, Juris haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen und du warst schon bei 0, während ich noch auf 80 war. Und True. Du bist jetzt gerade wieder bei 10, obwohl ich auf 60 bin. Es würde Sinn machen. Was ist denn die Schwäche? Das wäre dann dieser DOTS-Projektor. Aber was macht der denn? Also der war da an der Wand und alles war grün? Pass auf, wir haben Räucherstäbchen mit, aber kein Feuerzeug, glaube ich. Scheiße. Braucht man dafür Feuer? Ja, ne? Nee, aber Juris sind, wenn man den Raum ausräuchert von Juris, dann halten die ihre Bewegungen still, steht da. Dann hätten wir testen können. Aber Fingerabdrücke waren da ja nicht. Nein, und im Buch hat er auch nicht geschrieben, aber es kann auch sein, dass er ins Buch nicht geschrieben hat, weil wir nicht alleine waren. Nee, das machen die aber auch in Abwesenheit. Okay, dann würde ich sagen... Deswegen kann es doch nur ein Juris sein, oder? Und wir checken halt den DOTS-Projektor dann einfach nicht gerade. Ja, es ist, glaube ich, aber der DOTS-Projektor, weil der projiziert ja was. Ja, vielleicht, stimmt. Vielleicht, wenn da nichts ist, dann projiziert er gar nicht. Wollen wir nochmal reingehen und gucken, was der an die Wand strahlt? Aber ich glaube, dann sterben wir. Wenn wir jetzt nochmal reingehen, dann war es das, glaube ich. Ich glaube nicht. Na, guck mal, da rastet gerade schon wieder aus. Stärke 4. Ja, es flackert meine Kameras aus. Ja, also, ich glaube, das ist eh ein Juri. Ich glaube auch, aber wir sollten das hier noch probieren, irgendwie... Also, at least die dritte Aufgabe für extra Money. Ja, einfach okay. Noch ein bisschen uns ficken lassen vom Geist. Okay. Dann also, ist ein Juri mit dem... Warte mal, was sind seine Schwächen nochmal alles? Haben nicht auch mehrere? Ne, Schwächen ist nur ausräuchern und dann hält er seinen Mund. Ja, okay. Aber es wird ein Juri sein, ziemlich sicher. Okay, wir gehen jetzt rein und halten einfach unsere Fresse, ja? Okay, und wir bleiben zusammen und am besten rennen wir in den Keller. Wir rennen an dem Juri-Projektor vorbei in den Keller. Jo, hier ist direkt wieder Alarm. Rennen wir in den Keller, Max? Ich will wissen, was der Projektor macht. Vielleicht piept der die ganze Zeit. Nee, das ist das EMF-Ding. Ja, das soll mal sein Maul halten. Wo gehst du lang? Ich hab Strom angemacht.
da raus, Mann. Ich hab probiert, dich anzufunken, damit er dich hört. Ich hab's gehört, auf einmal machst du ein. Ja, okay, also. Also, pass auf, ich hab. Wenn dann. Du kannst jetzt drinbleiben. Ja, du hast 0%, du kannst eh nicht mehr. Du gehst dich jetzt nochmal auslutschen. Ich müsste da eigentlich tatsächlich. Wir brauchen nur 1%. Ja. Okay, jetzt schwanken ein bisschen, aber. Dann gib mir mal die Taschenlampe. Nö. Junge, dass ich den Bewegungssensor nicht eingepackt habe, ärgert mich ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Und auch Feuerzeug. Ja. Aber willst du noch ein Kreuz mitnehmen? Nee, doch, komm, gib her. Wie er sich danach so bückt. Komm noch mal mit für den Dots-Projektor. Ja, sei nicht cringe, komm mit. Sei nicht cringe. Jo. Sei nicht cringe, geh rein. Wir sprinten einfach rein, okay? Zu zweit. Ja, aber es geht ja um deinen Geisteszustand, okay. Ich bleib einfach hier stehen, ich glaube, da verliere ich auch und kann schnell rausrennen. Soll ich mal gucken? Ich kann dich ja anfunken. Ja, funk mal an. Ich glaube, solange du in der Dunkelheit stehst, ist es schon entspannt. Nee. Oh, geh mal raus. Er hat gerade 10. Er hat gerade 10. Okay, gut, du bist draußen. Sehr gut. Also, wir haben eine sehr hohe Aktivität. Over. Die Tür ist in mir zugegangen. Ich bin Gott sei Dank draußen gelandet. Okay. Ja, du musst jetzt nochmal rein. Hilft nichts. Ich kann nicht. Hä, wie, du kannst nicht? Natürlich. Ich bin tot. Ich setze meinen Fuß rein und der fängt an zu jagen, Alter. Was soll ich machen? Ja, eine Sekunde durchhalten, das reicht schon. Guck mal, wir sind bei 26%. Wir sind bei 26%, das ist super easy für dich. Ich renn einmal kurz durch. Ja, rein und wieder raus. Max, mir würde aber auch ehrlich gesagt, also mir würde auch eine Mission reichen. Aber der hat jetzt aufgehört zu jagen, jetzt oder nie, go. Ja, musst noch, 26, nee, ja. Junge, du bist mental so tough, ne? Over. Jetzt kannst du raus. Max, du musst mich abholen, ich bin im Keller drin. Okay, dann bleib da noch einen Moment. Hä, es schwankt. Eben war es auf 24? Ist die Mission geschafft? Jetzt ist sie geschafft, du kannst rauskommen. Okay, ich versuche dich jetzt zu evakuieren. Ich hol dich raus. EMF. Was mit EMF? Der Piep. Ist nicht schlimm. Also wenn ich jetzt reingehe. Max, hol mich raus. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Wenn ich jetzt reingehe, dann war's das. Für uns beide. Ja, scheiß drauf. Ich muss ihn evakuieren. Der kommt da niemals alleine raus. Aber ich habe auch nichts, was mir was bringt, Alter. Oh, oh. Kommst du? Ja, ja, ich komme jetzt. Mein Spaß. Mann, ich wollte dich wirklich gerade evakuieren, schade. Schade bestimmt, oder? Hab's geschafft, aber. Ja, okay. Also, nice. Juraj. Lock Juraj ein, ja. 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 Ja, diesen Dots-Projekt, da müssen wir mal gucken, was der, also. Den müssen wir mal checken, ja. Wollen wir noch mal uns den angucken einmal? Nee, oder? Nein, nein, nein. Ah. Okay. Richtig. Okay. Ja, dann Abfahrt, oder? Abreise. Hast du eingetragen? Ja. Ja, dann lass reinhauen. Wenn das jetzt kein Juraj war, ey. Dann wäre bitter. Aber dann haben wir die Fingerabdrücke übersehen. Ja, nice. Ehre. Dafür haben wir nur 110 Dollar bekommen. Hey, wir kriegen pro Aufgabe 10 Dollar. Ich habe für einen fucking Bewegungssensor 100 Dollar ausgegeben. Ja, eben. Hä, hey, so eine scheiß Taschenlampe kostet 50. Das ist Verarsche, das ist Betrug. Das wie du hier so einmal durchgeslidet bist. Das ist Verarsche, das ist Betrug. Ja, kacke, ey.
Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Aber habe ich jetzt... Ich will das jetzt nochmal checken. Hinzufügen? Ach so. Junge, ich war nur beim Kaufen-Screen. Ich habe nicht hinzugefügt. Cringe, okay. Mann. Cringe, ja. Cringe. Okay. Ja, Leute. Das war eine Runde Phasmophobia. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, dass wir nochmal so einen kleinen Ausflug machen, dann schreibt's gerne. Ich glaube, es ist so abwechslungsmäßig ganz nice. Ne? Horror-Games eh immer erfrischend. Vor allem für meinen inneren Seelenfrieden. Und schaut gern bei Philo vorbei. Entweder gibt's dann wieder Minecraft, wo wir versuchen, kein englisches Wort zu reden und verkacken. Oder auch Phasmo. Müssen wir mal gucken. Oder weißt du es jetzt schon? Ich weiß es noch nicht, Max. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Also, bis denn. Tschüssi.